Alex Schonbache, Lorette Sieger? Nick und Jessi planen Paartrip. Eigentlich startet das große Finale von Die Bachelorette in 2 Wochen, aber wenn es nach Niklas Schröder, 29, und seiner Liebsten Jessica Neufeld, 24, geht, steht der Sieger schon längst fest. Alexander Hindersmann war von Anfang an ihr klarer Favorit. Die Zweidorteltauben sind sich nach wie vor sicher, dass Nadine Klein, 32, ihm die letzte Rose geben wird, so sicher, dass sie schon Pläne für einen gemeinsamen Bärchenurlaub schmieden. Jessi kennt Nadine noch aus der Bachelor-Staffel mit Daniel Wülz, 33, und weiß die schmachtenden Blicke und zuckersüßen Lippenbekenntnisse zu deuten. Sie ist überzeugt, dass es zwischen der 32-Jährigen und Alex einfach funkt, und er der Mann sein könnte, der sie glücklich macht. Im Promiflass-Interview beim Audi Aschkott-Rennen machen Nick und seine Herzdame dem Fitnesstrainer deshalb eine klare Ansage: Also Alex, du bist der Favorit, du musst das Ding gewinnen und Nadine glücklich machen, denn wir wollen zusammen in den Urlaub mit euch. Gebucht ist natürlich noch nichts, denn noch hat Nadine sich nicht endgültig entschieden. 6 Männer sind noch im Rennen beim Kampf um ihr Herz. Und so kurz vor dem Finale bekommt Alex noch einmal mächtig Konkurrenz, und zwar von Daniel Lott. Der verbrachte bei seinem Einzeldate vergangene Woche nämlich die Nacht mit der Rosenlady.